Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Ja, neues Gameplay von mir heute. Und zwar zocken wir die Closed Beta Demo von Last Labyrinth. Last Labyrinth erscheint, glaube ich, am 13. November und ist ein VR Escape Room Spiel. Aber nicht wie wir das so kennen, sondern ja, ein bisschen anders. Denn wir sind gehandicapt, wir sind im Rollstuhl und sind gefesselt und haben nur ja, so eine kleine Anzeige in der Hand, wie oft wir da irgendeinen Laserpointer benutzen können, denn den haben wir auf dem Kopf und müssen dann einer kleinen Helferin erklären oder zeigen, was sie machen soll. Und ja, das können wir dann mit dem Laserpointer machen und mit Kopf nicken oder Kopf schütteln, also ja oder nein. Also so muss man sich so ein bisschen verständigen. Ich habe zuerst gedacht, das wäre Japanisch, was die Kleine da spricht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ist eher so eine fiktive Sprache. Aber gehen wir mal kurz auf die Steam-Seite. Ja. Entkomme aus einer geheimnisvollen Villa zusammen mit einem Mädchen, welches nicht deine Sprache beherrscht. Also würde mich jetzt definitiv interessieren, ob das eine fiktive Sprache ist oder ob die wirklich Japanisch spricht. Und wenn die Japaner spielen, dann hören die irgendeine andere Sprache, vielleicht Deutsch. Wäre dann natürlich auch für die, ja genauso wie für mich jetzt gerade, ich verstehe es nicht. Aber wenn das jemand versteht, einfach mal unter die Kommentare schreiben, was denn sein soll. Last Labyrinth ist ein VR Escape the Room Adventure Spiel, das dem Spieler durch das VR-Konzept erlaubt, eine fiktive Welt und deren Charaktere wie in der Realität zu erleben. Ja, dafür ist VR ja bekannt. Ja, erscheint am 13. November. Und ja, das ist jetzt gerade die Closed Beta-Demo gewesen. Erscheint für alle gängigen VR-Brillen, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen sind dabei. Ja, sitzend soll man spielen, weil man ist ja im Rollstuhl. Und ja, wie wir sehen, ist die Oberfläche in allen möglichen Sprachen verfügbar, die es so gibt. Also schon einigermaßen viel, würde ich sagen. Ton ist dann gar nichts vorhanden. Das zeigt mir eigentlich, dass es eine fiktive Sprache ist und keine wirklich reale Sprache, dass alle wirklich das Gleiche sehen. Und man muss sich halt mit Laserpointer und mit dem Kopfnicken und Schütteln mit ihr unterhalten und kommunizieren. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Idee, dass es überhaupt keine Sprache hat. Violence und Scary Content. Ja, Violence werden wir auch sehen, ein bisschen. Und Scary Content, ja, also Horror ist es jetzt nicht wirklich, aber ein bisschen scary ist es auf jeden Fall. Man weiß nicht, was da wirklich los ist. Man ist da in irgendeiner Villa, ja, wacht da auf und ist im Rollstuhl. Und die Kleine weiß auch nicht so wirklich, was Sache ist. Und ja, auf jeden Fall scary. Und ich weiß nicht, ob da wirklich noch Horror dazukommen könnte. Weiß noch nicht, ob man irgendwann in so einen Raum geschoben wird, der dann komplett duster ist. Und man hört dann irgendwelche komischen Sachen. Das kann ja echt in VR echt übel sein. Und der Sound war jetzt echt gut in dem Game. Also ich habe mich mit der Valve Index wirklich da drin gefühlt. Also war schon echt gut. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit der kleinen Vorstellung hier. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Gameplay. Ja, Leute, hier sind wir bei Last Labyrinth, der Closed Beta, und ja, ich bin jetzt hier im Menü, drück jetzt mal, ah, Touchpanel war es, okay, das sieht nicht mehr so gut aus, okay, wir sehen jetzt hier nur so ein komisches Anzeigegerät. Und ja, wir haben nur ein, also wir können nichts machen, wir haben nur einen Laserpointer auf dem Kopf. Also das ist das, was ich rausgefunden habe. Den können wir über den Touchpanel benutzen. Und ja, der muss auch immer wieder aufladen. Das sehen wir an diesem kleinen Gerät. Und ja, wir drücken einfach mal auf die Lampe hier. Okay. Das ist eine Schnur mit einem Teddybär. Drücken wir da mal drauf. Okay. Das ist ein kleines, niedliches Mädchen. Du willst mir nichts, oder? Oh. Ja. Ich würde sagen, wir sind im Rollstuhl gefesselt. Super. Können gar nichts machen. Hallo?
Oh, sei kein Monster. Arakare. Ja, leider kann ich kein Japanisch. Ich hoffe, wir können so durchs Spiel kommen. Also ich vermute, dass wir dem Mädchen jetzt immer zeigen können mit dem Laserpointer, was wir machen wollen. Und ja, probieren wir einfach mal. Tür. Machst du die Tür auf, Kleines? Ah, schaut mal. Sie macht das auch. Ja, bitte. Oh, die hat das sogar registriert. Wie geil ist das denn? Oh, das ist dunkel. Oh. Ah, jetzt schieb mich nicht in den dunklen Raum. Ich würde gerne wissen, was du sagst, aber geht momentan nicht. Okay, wir werden scheinbar beobachtet mit Kameras. Okay, wir sollen dem Mädel wahrscheinlich zeigen, was es machen soll. Da ist ein Mixer. Da ist eine Klappe. Versuch mal die Tür zu öffnen da, Kleine. Oh, sie hat auch Angst. Ich hab auch Angst. Ja, geh hin. Okay. Okay. Beweg mal da die Klappe. Scheint doch eine Klappe zu sein, oder? Die. Ja. Du machst halt schon, Kleine. So, drück mal auf den Knopf da. Hello? Ja. Ja. Cooles Spielprinzip, finde ich. Oh. Komm mal weg da. Komm. Oh. Oh. Ja, mach mal auf da. Wir werden wahrscheinlich von einem Raum in den anderen getrieben. Ach, die grinst ja niedlich. Ja, fahr mich mal wieder. Passt ja der Stuhl hier? Könnte auch ein durchgeknallter Film sein. Okay. Ja, die Klappe da, Kleine? Ja. Ja, man kann sich schon irgendwie verständigen. Okay. Wow! Da geht's tief runter. Benutzt die Klappe hier. Die ist bestimmt in Ordnung. Ja. Okay, das erste Rätsel haben wir scheinbar gelöst. 4 weitere Folgen noch. Das hat irgendwas mit den... Ich kann ja gar nicht zeigen. Ja, mit den Gemälden zu tun und das, was auf dem Boden ist. Daher würde ich sagen, die soll jetzt da mal die Kiste hinziehen. Ich hoffe, die hat es begriffen, was ich meine. Ja. Genau, so. Jetzt die
Zu der Seite. Für dieses. Ist das Kugel? Ja, was? Ja. Piep. Piep. Dahin. Hast du es geschnallt? Hello? Ja. Na. Bitte, schnell. Wir haben keine Zeit. Okay. Jetzt muss die dagegen drücken. Hello? Mhm. Do it now. Okay. Das kriegen wir hin, Kleine. Oh nein. Nein. Da sollst du hin. Ja. Zieh, wie du noch nie gezogen hast. Und dann raus hier. Ich weiß nicht, wie viele Räume wir haben. Okay. Dann drück mal auf das Knöpfchen. Gab's sowas Ähnliches schon mal? Ja. Vom Spielprinzip gar nicht so schlecht. Man kann schön gemütlich sitzen. Die Kleine macht. Oh fuck. Oh fuck. Kleine, spring hier hin. Ich kann ihn nicht retten, ich kann ihn nicht retten. Komm her, Kleine! Oh. Scheiße! Du hast ganz schön Glück gehabt, Kleine. Boah, ist das hell. Ja, ich will in den Spiegel gucken. Gib auf. Das ist bestimmt ein Spiegel, oder? Wir sind auf irgendeiner komischen Insel. Hey! Okay, das war die erste Demo scheinbar. Was wird uns jetzt gezeigt? Eine Münze verdient. Okay. Wir sind scheinbar in... Ja, machen wir nochmal, oder? Da ist jetzt ein Huhn dran. Okay, ist noch immer das kleine süße Mädchen. Hallo. Vielleicht kommen jetzt andere Räume. Also wir sind einmal rausgekommen. Wenn das jetzt der gleiche Raum ist wie eben, da ging ja noch eine Tür nach links, dann versuchen wir die mal zu öffnen. Ja, schieb schon. Thank you.
To be continued. Okay. Edok? Ja. Das ist cool, dass man ja und nein damit sagen kann. Also. Ich finde es jetzt auch noch nicht mal schlimm, dass die jetzt kein Englisch oder Deutsch spricht. Wäre natürlich schon cool, wenn man es verstehen könnte, aber fürs Spiel, also für den Sinn des Spiels, tut es jetzt keinen Abbruch. Genau, da sind wir wieder. Okay. Schau mal, ob die Tür auf ist, Kleine. Wir wollen nach links. Dann drück den Schalter. Hoffentlich reißt der Boden jetzt hier nicht weg oder so. Wir haben schlechte Erfahrungen mit Schaltern gemacht, oder Kleine? Ja. Drück drauf. So Leute, haltet euch fest. Was passiert? Was passiert? Der Mixer, geil. Wir können Cocktail machen. Wow. Ne, wir machen keinen Cocktail mehr, der ist kaputt. Die Tür ist auf, die Tür ist auf. Süß animiert auf jeden Fall. Wäre cool, wenn sich das im Laufe des Spiels so ein bisschen wandelt, dass man auch irgendwie hier vom Rollstuhl rauskommt und ein bisschen, ja, mehr interagieren kann. Wäre natürlich cool. Okay, was haben wir hier? Wir haben Projektoren. Hier sind überall Symbole. Also Tafeln, okay. Dann versuchen wir einfach mal, die gleichen Bilder hinzubekommen, wie auf diesen Tafeln sind. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir den hier... Ella? Mhm. Ja. Mach mal irgendwas. Mal schauen. Okay. Okay, nochmal. Ein Kreis. Oder was weiß ich, Blume. Okay, dann versuchen wir jetzt den hier. Also eine bessere Idee habe ich jetzt nicht. Ich weiß natürlich nicht. Da ist ein Dreieck. Da ist ein Kreis. Kann die da irgendwas machen? Okay, die kann da nichts machen. Wir haben immer noch ein rotes Licht. Da sind zwei Dreiecke oben, unten. Da ist ein Kreis. Ein Viereck. Pff. Drück mal auf den Knopf, Kleine. Oh, ich habe kein gutes Gefühl, ne? Ich habe kein gutes Gefühl. Irgendwas geht kaputt. Oder? Rotes Licht ist... Ah. Ach du Scheiße. Komm hier, komm hier. Komm hier zu mir. Oh Gott, das auch. Okay, scheinbar nicht richtig. Oh nein, tut der Kleine nix. Nein! Okay, das war's.
Ja, unser Blut. Wir wurden ja durch den Mixer gezogen, ne? Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der Closed Demo hier. Soll ein kleiner Einblick werden ins Spiel. Und ich hoffe, den konnte ich euch verschaffen. Wenn Full Release ist, werde ich definitiv hier nochmal nochmal zocken, eventuell auch live. Jetzt erstmal ganz wichtig, beim nächsten Spiel, wie sollen wir die Kleinen hier nennen? Einfach mal unter die Kommentare. Und packt direkt dazu, was ihr von dem Spiel haltet, vom Spielprinzip her, dass wir hier wirklich angekettet sitzen und nur mit dem Laserpointer zeigen können. Das würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Also, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Kleine, ich bin doch hier gerade im Outro, also ein bisschen ruhig bleiben, ja? Wir kommen hier irgendwann nochmal raus. Also mir gefällt das Spielprinzip, dass man hier wirklich nur zeigt und die Kleine macht das für uns. Ist nett animiert, die Kleine, also echt, echt zuckersüß. Und da tut einem echt leid, wenn die wirklich da zerschreddert wird. Und man kann nur zuschauen, weil man hier festgekettet ist. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, denn wir sind ganz stark auf dem Weg zu den 1000, also abonnieren. Und ja, falls euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.